Erstes Kapitel, Gachmuret. Vor nicht langer Zeit, so um 1940, lebte ein gewisser Gandini in Anschuwe. Er war Dirigent und Besitzer eines berühmten Swingorchesters, welches in vielen Ballsälen und Radiostationen auftrat. Eines Tages aber starb Gandin und Galois, sein Erstgeborener, übernahm die Big Band, wie es dort Sitte war. Er wandte sich an seinen jüngeren Bruder Gachmuret und bot ihm die Stelle als Solotrompeter an. Dieser jedoch schlug den Posten aus. Lieber wollte er als Freelance-Musiker auf Abenteuer gehen. Schon bald erlangte er den Ruhm, ein außergewöhnlicher Solist zu sein. Man hörte ihn in Jazzclubs. Auf Festivals und sogar in Konzertsälen. Er reiste pausenlos von Ort zu Ort, um noch mehr zu lernen. Und so gelangte er in einer regnerischen Nacht in die Stadt Sassamank. In der Ferne vernahm er rhythmisches Trommeln. Als er dem Geräusch nachging, stand er schließlich vor einem Lokal, aus dem afrikanische Musik tönte. Über dem Eingang stand in roten Lettern Pate Lamont. Ohne zu zögern trat er ein, wie dies seine Gewohnheit war. In Sekundenschnelle, wie uns berichtet wurde, machte er Bekanntschaft mit einer schwarzen Schönheit, die sich als Besitzerin des Clubs zu erkennen gab. Belakane, dies war ihr Name, befand sich in ernsten Schwierigkeiten. Gar zu viele Etablissements in der Umgebung machten ihr das Leben schwer mit einer Musik, die mehr dem Stile der Zeit entsprach. Schnell verliebte sie sich in Gachmuret und stellte ihn sogar als Manager ein. Er aber fügte ethnische Elemente in seine Musik ein und begann damit Erfolg zu ernten. Das Publikum strömte in Massen herbei
und der Konkurrenz blieb nichts anderes übrig, als ihre Clubs zu schließen. Aber dieses sesshafte und eintönige Leben war nicht gerade das, was Gachmuret gesucht hatte. Ihn lockten wiederum die Freiheit und die Aussicht auf Abenteuer, so dass er eines frühen Morgens das Weite suchte, die hochschwangere Belakane hinter sich lassend. Frei wie ein Vogel, Gachmuret klapperte von neuem die Jazzclubs der Subkultur ab. Wir haben keine Ahnung, wieso er plötzlich seinen Vetter Keilet, einen geachteten Gitarristen, in Toledo besuchen wollte. Vielleicht interessiert ihn die phrygische Tonart, die ja ein Fundament der Musik in Spaniens ist. Als er in der Stadt des Tajos ankam, informierte man ihn, dass Keilet sich nicht hier befand, da er sich zu einem großen Festival nach Canovalais aufgemacht hatte. Da die Dinge so lagen, beschloss Gachmuret, sich wieder auf den Weg zu machen, um Keilet zu folgen.